Jo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Jagd den Hirsch. Wir sind hier wieder im Wald und Gerlinde sucht, also ich soll für Gerlinde hier noch was suchen, ne? Aber das will ich jetzt gerade nicht machen. Ja, hier, machen wir gleich. Ich will jetzt noch meinen angeschossenen Hirsch hier wiederfinden. Ein bisschen zu langsam. So. Ich gehe jetzt normal, hatte ich mir gerade vorgenommen. Also nicht hier laufend, weil das macht so viel Krach. Aber wir gucken uns mal die Leine an, die der Hirsch hier... Guckt euch das echt mal an. Ich kann auch auf der Karte... Hallo, Karte. So, jetzt gehen wir mal ran. Seht ihr das? Hier habe ich den angeschossen. Und diesen Weg ist der schon gelaufen. Kann man das sehen? Heißt das... Ah ja, das ist mein 202 Meter Luftlinie. Also... Immer wieder hört man Geräusche neben einem Wald und manchmal sieht man auch Sachen. Das ist irre. Da ist ein Karnickel, das war es wahrscheinlich. Ja, immer noch laufend. Also der ist panisch davon gehopst. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe ihm genau ins Gesicht geschossen. Das habt ihr hoffentlich im ersten Part gesehen. Da nehme ich jetzt gerade gar nichts wahr. Das ist mir relativ. Da ist das Blut. Immer noch sehr gering, aber irgendwann geht er vor die Hunde. Es tut mir ja leid. Ich will halt nicht, dass die Tiere sich quälen, ja, dass das zu lange dauert. Also, auch wenn das virtuelle Tiere sind. Machen wir uns mal nichts vor, ja. Es tut mir auch echt leid. Okay. Hier hoch. Ah, da. Spur. Hallo, Kaninchen. Du kennst den Weg. Immer noch laufend, ey. Der ist echt krass unterwegs. Obwohl, es kommt mir gar nicht vor wie nur 200 Meter. Das kommt mir gerade vor, ey. Wie ewig durch den Wald traben. Na, wo ist die nächste Spur? Da oben. Ach, doch, hier wieder runter. Tja, und hier, ich wollte schon gerade sagen, verliere ich die Spur, aber... So, und das ist eine andere Spur, aber da vorne, hier ist das Blut. Ja, und da muss man echt aufpassen, eigentlich darf ich durch so ein... geäst dich durch, ne? Das ist totaler Mumpitz. Weil zu laut ist, aber... Mein Gott, wo ist denn jetzt mein blutendes Vieh? Hier ist noch Kacke. Sehr frisch. Sehe ich hier noch was? Die letzte Richtung zeigt hier hoch. Gucken wir nochmal. Ah, es ist so schön. Vor allem gerade hier nach dem Regen, ne? Ah, hier ist Blut. Hier runter. Eieieiei. Ich muss mal ein bisschen aufholen, weil der ist ja echt nur laufend unterwegs, der Penner. Da ist gerade irgendwas anderes lang. Habt ihr das gesehen? Ein Fuchs oder sowas. Der Warnruf, ja. Ich mach jetzt echt mal ein bisschen Highspeed hier. Irgendwo muss der ja sein. Und ich muss wirklich mal ein wenig Nähe aufbauen hier. Keine Spuren mehr. Ich sehe keine Spuren mehr. Fuck. Okay, zurück zu der letzten Spur und von da aus neu orientieren. Und ey, Leute, das ging mir gestern, als ich das Spiel hier angetestet habe, in einer Tour so. Ja, dass ich die Spuren nicht mehr verfolgen konnte und ich nicht mehr weiter wusste.
So. Ah, da unten führen die Spuren, von denen sind wir hergekommen, ne? Okay, alles klar. So, diesmal sehe ich hier aber was. Wir machen mal direkt. Okay. Da. Aha. Oh, ich häng am scheiß Baum. Wir sind hier durchgekommen. Trabend. Das heißt, er ist ja jetzt schon ein bisschen langsamer unterwegs. Nicht mehr laufend unterwegs. Trabend. Blut. Immer noch sehr gering, aber er verliert Blut und das ist das Wichtige. Ich meine, machen wir uns nichts vor, aber ist auch nicht mehr in der Gruppe unterwegs, wenn ich das hier richtig sehe. Keinen anderen Fuß. Ah, fuck, ich sag's gerade noch und dann sehe ich das daneben. Doch noch mit einer. Seht ihr? Hier Blut. Da hat er sich einmal umgedreht. Und wenn ich jetzt hier gucke. Okay. Und dann ging es dann wieder aber runter. Verstehe ich nicht. Jetzt geht das Blut in die Richtung. Willst du mich eigentlich verarschen? Das kann doch langsam nicht mehr sein. Ah, Blut. Da. Es wäre jetzt natürlich noch ein schöner Erfolg, den Penner zu finden. Mein Gott, wie rede ich denn? Es ist ein armes Tier, was dafür stirbt, damit wir Jagdwurst aus ihm machen. Ah! Da ist Blut. Sich wieder ans Wasser begeben. Huh? Alt? Verarsch mich nicht. Zurück. Ich suche Blut. So, in die Richtung. Scheiße, sind wir jetzt echt wieder hier angekommen? Frisch. Aber kein Blut. Seht ihr mein Problem? Hier sind sehr, sehr viele Viecher lang. Sehr, sehr viele Viecher lang. Ich muss zurück zu dem Blutpunkt. Und von da aus hier die Fährte aufnehmen. Das Problem ist halt jetzt gerade wirklich, dass hier sau viele unterwegs sind. Okay. Irgendwo hier war das. Da. Und das ist das Schöne, weil das Spiel auch grafisch so gelungen ist. Und da sagt er ja Code. Weil das Spiel grafisch so gelungen ist, kann man sich auch orientieren. Ich finde kein Blut. Sind verschiedene Schlafplätze. Vielleicht hat er sich irgendwo hierhin gerettet. Ruhe, was? Ruhebedürfnis irgendwann zwischen 9 und 13 Uhr, ja. Ich habe auch ein Ruhebedürfnis. Ich will endlich in Ruhe und Frieden den Penner finden. Ein Bluttropfen und ich bin happy. Was der jetzt aber gerade schon wieder an Metern macht, ne? Frage ist natürlich, ob er weiß, dass ich hinter ihm bin.
So, wieder von hier. Rotfuchs, oder? Nee. Eichhörnchen oder sowas. Habe ich auch mal ein Eichhörnchen geschossen. Ist kein Rotfuchs. Ups, sorry. Ich guck mal unten weiter, ob ich da irgendwo einen Bluttropfen finde. Also, wir markieren nochmal von hier. Da sind ja auch überall, ne? Sieht man ja. So, Blut. Aber gucken mal jetzt hier so links runter. Irgendwas finden. Wird das hier ist mehr Blaues? Aber nix mit Blut. Ich glaube, ich muss es einsehen, das Vieh ist weg. Alter, Leute. Blut, ich habe die Spur wieder. Der hat eine Kurve gedreht, der Hundesohn. Alter, wenn ich den jetzt noch kriege, das wäre ja der Obershit. Ja, das ist eine neue Spur, aber das ist er. Weil er blutet. Nur noch trabend unterwegs. Aber ich habe sehr viel Zeit verloren. Kann jetzt sonst wo sein. Hoffentlich hat er sich irgendwo hingelegt. Blut sehr gering. Frisch. Auch Blut. Alter. Wie viel Meter habe ich jetzt schon gemacht? Das würde mich echt mal interessieren. Nein, scheiße, es überschneidet sich mit meiner Spur, die ich hier hatte. Ach, leck mich doch. Nee. Das ist eine neue Spur, guckt mal. Er ist nochmal denselben Weg zurückgelaufen. Oh nein, ey. Das Ding ist total verwirrt. Was mache ich? Ist nur ein Blätter. Ist auch immer so geil. Man guckt jetzt hier in diese Richtung und ich habe jetzt dieses Blatt zum Beispiel fixiert. Wo ist denn das Blatt? Da ist das Blatt. Es ist immer so. Jetzt bin ich auf dem Blatt drauf. Na gut. Ja, scheiße, Mensch. Was mache ich denn jetzt? Ist die letzte Blutestelle. So, jetzt bin ich hier und das Blut sagt, geh da lang. Und das Blut sagt wieder, geht zurück. Oha. Das Blut sagt, renn weiter.
Das Blut sagt, geh zurück. Das Blut sagt, geh weiter. Aha. Ah, das ist doch schon eine Spur, die ich schon hatte. Nee, da kommen gerade neue Punkte dazu, oder? Sehe ich das richtig? Ey, Leute, ich bin doch von da gekommen. Da ist der Blutfleck. Komm nochmal zurück. Ich werde langsam irre. Ich sag's euch, ich werde irre. So, ich bin... Oh, jetzt hänge ich hier fest. So, und da ist Blut. Jetzt sagt mir das Blut wieder, ich soll in diese Richtung. Ich sehe hier gar nichts. Da ist was Blaues. Vorne ist Blut. Das ist echt eine neue... Alter. Diese Viecher rennen ein und denselben Weg. Ey, das kann doch nicht sein. Und auf einmal... Also zweimal dieselbe Line gelaufen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Frisch. Ich bin auf dem neuen, also ich bin einer neuen Fährte hinterher. Guckt mal aufs PDA. Ich meine, klar, da laufen auch wieder andere. Aber irgendwo muss er doch jetzt verendet sein. Na gut, so ein großes, starkes Vieh, ne, wird... Schon einiges an... Was ist das? Auf jeden Kanickel. Hier ist meine Spur. Das gibt's nicht. Das macht mich hier gerade aber so richtig kürre. Frisch. Wenn ich jetzt gleich schon wieder an eine Stelle komme. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt gleich wieder an eine Stelle komme, wo die sich überschneiden, dann raste ich aus. Nein, komme ich nicht. Frisch. Nicht sehr frisch, aber frisch. Komm, verarsch mich nicht. Ich weiß nicht mehr weiter. Nochmal zurück. Da ist das Blut. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Schick mich nicht wieder auf diese... Fick dich, da will ich nicht runter. Die hatte ich schon. Hier in der Seite war ich jetzt gerade an der neuen Fährte. Nein, das ist alt. Zurück. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Ich glaube, ich muss mich langsam mit abfinden. Mein Hirsch ist weg. Oder ich muss mich damit abfinden, es gibt immer wieder dieselben Laufwege. Das heißt doch eigentlich... Ich bin dumm, dass ich die ganze Zeit rumrenne, sondern ich muss ihn da abfangen, wo es weh tut. So, und zwar Karte auf. So, wo hat sich so viel gekreuzigt? Hier war ganz viel. Kann ich hier auch einen Wegpunkt setzen? Ja, dann will ich jetzt mal dahin. Wo ist denn das?
Statt dass ich hier oben weiter suche, gehe ich jetzt dahin und lege mich auf die Lauer. Das ist das Einzige, was mir gerade noch einfällt. Ich habe keinen Bock mehr auf deine Blutkacke. Du rennst immer wieder denselben Weg. Und jetzt gucken wir mal, ob du hier nochmal lang kommst. Ich hau hier nochmal ein paar Duftstoffe hin. Auch wenn du blutest, du scheinst nicht wirklich Probleme damit zu haben, dich zu bewegen. Man hört immer mal wieder diese Geräusche von Arbeiten im Wald, dass hier abgeholzt wird. Macht natürlich auch einen sehr realistischen Eindruck dadurch. Hier habe ich noch die. Nochmal sprühen, kostet ja nichts. So. Die nächste Mission kümmere ich mich dann gleich. Ich will gucken. Ach nee, das war eigentlich da oben bei der Straße, ne? Da hatte ich so viel vermutet. Und was mich halt auch ebenso interessiert ist, haben die denn alle hier so einen gewissen Tagesablauf, diese Rehe? Gehen die wirklich immer einen und denselben Weg lang? Ich brauche neue Munition. Yes. Schöne Scheiße war das echt. Mach ich hier mir einen Wegpunkt nochmal hin. Da hat es ja alles eigentlich angefangen. Während ich da hingehe. Oh mein Gott, Headset sitzt gerade locker so. Während ich da hingehe. Auch nochmal das. Ich untersuche jetzt erstmal keine Spuren. Achso, und dann gibt es halt, was ich noch sagen wollte, hier diese Außenposten hier. Und wenn man da drauf geht, dann wird immer mehr freigeschaltet. Ich soll ja jetzt auch Richtung Hirschdorf. Von daher ist vielleicht die Richtung gar nicht verkehrt. Echt, wenn ich mir das angucke, Leute, es sieht so, ich will jetzt nicht sagen verflucht echt aus, aber es zieht mich schon so ein bisschen in seine Welt hinein. Ja, das ist so, es ist eine glaubhafte Welt. Uns darauf einigen, es ist eine glaubhafte Welt. Hier, hört mal. Da mäht gerade einer oder fliegt ein Flugzeug lang. Es ist eine sehr glaubhafte Welt. So. Ich weiß auch wirklich nicht, ob ich das richtig mache. Ich erwähne es gerne nochmal. Einfach alles durchziehen hier. Das ist einmal eins des Jagens, habe ich leider, das beherrsche ich leider nicht. Wenn ich jetzt auf mein PDA gucke, ja, komme ich hier wieder zu Punkten, die mir nicht gefallen. Das ist. Ich muss mich einfach damit abfinden, der eine Hirsch, den ich angeschossen habe, der ist weg. Der wird jetzt irgendwo elendig verrecken und ich bin schuld. Ach, hier die Soundkulisse. Ja? Das ist so richtig gut, ey. Ja, diese Hütte hatte ich ja vorhin noch gesehen. Die wollte ich mir angucken. Alte Kacke. Guckt's euch an. Süße Kaninchen. Eigentlich finde ich, müsste es für Eichhörnchen, wenn ich jetzt schon so eins gelegt habe, und Kaninchen auch Punkte geben. Ja, das andere wäre frech. Ah, ist da drin auch wieder so ein Geweihstück.
Was heißt schon wieder? Ihr habt das noch gar nicht gesehen, aber ich habe schon so einen Geweiheimer gefunden. So. Gibt EP-Bonus. Ja, ist es gar nicht. Und man kann es, glaube ich, im Inventar sich angucken. Ja. Und seht ihr, wie schnell die Zeit vergeht? Hier, komm, wir schießen den. Oh nein. Nicht weg. Ich wollte keinen unsicheren Schuss da. Oh, Hasi, nein. Hasi ist tot. So, was soll das? Warum? Ah, guck mal, wie gut das mit dem Fell ist. Das haben die schon gut gemacht, ne? Hasi, nein. Hasi, was soll das? Super Screenshot. Ich stehe auf Screenshots, die witzig sind. Ja, ich weiß gerade nicht weiter. Da ich sowieso in die Richtung muss. Ach, nicht Wegpunkt setzen. Schnellreise kann ich zu dem Haus machen. Und kann ich mich erst nochmal mit Munition eindecken, beziehungsweise ich kann mal gucken, was sie jetzt noch so verkaufen. Also ich bleib bei Flinten, ne? Hier, also nicht hier so eine Flinte, sondern hier so bei dem Gewehr. Das ist schon ganz cool. Aber ich könnte auch was. Welches Gewehr habe ich denn gerade? Ich habe 8000 Tacken. Präzision? Das hat Präzision 100. Klar, im Moment mal Rucksack. Ich habe das Ranger 243. Ranger 243. Gewehre? Das habe ich. Alter, will ich das haben? Warte mal, was heißt denn Nachladezeit, Hüftschuss, Präzision? Diesem diesem Repetiergewehr vom Kaliber 223. 223 fehlt zwar die Durchschlagskraft für richtiges Großwild, aber aufgrund seiner Präzision. Bleib doch einfach mal stehen, was hältst du davon? Oder der flachen Geschossbahn ist es dennoch sehr nützlich. Weil ihr fehlt zwar die. Sehr nützlich. Nützlich, nützlich, nützlich. Verwendete Werkzeug für Jäger, die schädliche Wildtiere aus großer Distanz ausschalten möchten. Ja. Aber ist doch trotzdem stärker als das, was ich habe, oder nicht? Naja, gut, das ist dann vom. Da muss man sich die Munition angucken. Das ist dann 2. Ach so, da. 2, 2, 3. Was hat das? 10, 20. Da muss man dann genau gucken. Das hat dann 20. Okay. Während das, was ich jetzt drin habe, 30 hat, aber dafür ist die Präzision scheiße. Das merken wir ja immer wieder, ne? Weil mein Gewehr so scheiße daneben schießt. Aber wenn. Naja, 11 Schuss habe ich noch. Eigentlich brauche ich gerade nichts verändern. Frag mich auch, wo die nächste Bude ist. Kann ja nicht sein, dass ich immer nur hierher laufen muss. Ja, guckt euch die Scheiße an, wie riesig das alles noch ist. Wahnsinn. So, aber wenn ich mir jetzt die Quest angucke. Ups, da bin ich falsch. Missionsleiste da. Was? Besuchen Sie den Aussichtsturm? Gehe nach Schönfeld. Nein, was war denn das hier? Gehe zu den Petersheiner Maisfelden. Hallo? Mission verfolgen. So. Petersheiner Maisfelder. Wo sind denn die Petersheiner Maisfelder? Die habe ich noch gar nicht gefunden. Oder Hörstoffer Strom. Ach du Jemine, ich muss hier hin. Das wird ja witzig. Würde ich sagen, erstmal hier ein Wegpunkt. Meine lieben Freunde, 1,85 Kilometer. Warum kann ich denn nicht hier so Schnellreise machen hierhin? Das verstehe ich nicht. Ich kann immer nur Schnellreise hierhin. So, die Schnellreise hierhin ist einfach nicht möglich. Und auch nicht da, wo ich schon Punkte gebaut habe. Hier habe ich einen Punkt gebaut, da habe ich einen Punkt gesehen. Ne? Ist ja frech, ey. Muss ich echt den ganzen Scheiß laufen? So.
Aber für sowas gibt es ja Autorun-Funktionen. Und dann laufen wir jetzt einfach mal los. Wir für unseren Fall hier, für meinen Fall, bla bla bla, meine lieben Freunde, ist jetzt erstmal einfach Schluss. So, und unter diesem Video sage ich jetzt wirklich, schreibt mir, was kann ich verbessern, was mache ich falsch, in welche Richtung geht hier noch diese Achterbahnfahrt. Ich wünsche euch was, haut rein und bis dann, ciao, ciao.